Man könnte es jetzt mit einem Porsche 911 vergleichen. Wenn ihr es eben nicht haben wollt, dann macht einfach hier den Rollladen hoch. Kleiner Tipp von mir. Doppelboden unter 7 Meter Länge, das ist der Leica EcoVip. Wir haben heute den Leica EcoVip L3019 da. Den schauen wir uns heute an. Ein sehr interessantes Fahrzeug, nämlich auch ein Premium-Fahrzeug auf sehr kurzen Abmaßungen. Wirklich interessant. Und ich bin schon mal durch den Konfigurator durchgegangen. Da waren sehr viele Auswahlmöglichkeiten, unter anderem auch eine Dieselheizung. Und dann viel Spaß mit dem Video. Und jetzt gibt's erstmal Highlights. Ich hoffe, euch haben die Highlights gefallen. Was ich natürlich ganz vergessen habe, herzlich willkommen bei Gümer TV. Ich bin's wieder, euer Philipp. Wir fangen gewohnt mit dem Außendesign an. Diesmal haben wir nämlich ein ganz anderes Fahrzeug. Das ist nämlich nicht der Einheitsbrei, den wir sonst haben, sondern Leica stellen wir jetzt erstmalig auf unserem Kanal vor. Und wie gesagt, heute auch Premiere der EcoVip oder der EcoVip als Teilintegrierter auch endlich mal hier auf Gümer TV. Was Leica jetzt zum Beispiel schon mal von vornherein anders macht beim neuen Fiat, haben sie nämlich das Fiat-Emblem drauf und nicht wie andere Hersteller den runden Kreis, wo dann jeder sein eigenes Emblem drauf macht. Ich weiß auch gar nicht, ob das überhaupt so dann wirklich in der Serie so ist. Aber wie gesagt, bei unserem Ausstellungsfahrzeug haben wir es dann eben so dabei. Wir haben hier jetzt den Fiat 8, also von dem her relativ wenig Besonderes. Und wenn ihr euch hier gleich mal orientiert, seht ihr auch gleich mal, haben wir ein Maxi-Chassis vorgestellt. Dazu kommen wir auch noch zu den technischen Daten, weil zuladungstechnisch wird es natürlich hier mit 3,5 Tonnen etwas schwieriger. Ist natürlich auch eh besser, bei schwereren Fahrzeugen wirklich auf das Maxi-Chassis zu gehen, wenn man den Führerschein hat. Weil ihr habt natürlich auch das Fahrwerk, das dann auch auf diese Lasten ausgelegt ist. Das heißt, es fährt sich auch ein wenig entspannter. Die Federn sind ein bisschen straffer. Also kann man lassen, sage ich jetzt mal. Ihr kennt noch das Video vom Campervan. Das ist übrigens auch sehr, sehr gut angekommen. Nochmal vielen Dank dafür. Aber jetzt könnt ihr euch hier mal so ein bisschen am Außendesign orientieren. Wir haben auch hier wieder diesen Kupferstreifen in der Leica-Optik. Also kupferglänzend ist es so ein bisschen mit so einem Anthrazitstreifen. Aber Leica, man kennt es, ist vor allem dafür bekannt, dass es ein relativ cleanes Design hat. Der Leica-Hund darf natürlich nicht fehlen. Und was wir auch haben, wir haben hier eine etwas, ja, ich sag mal, vom Weiß her ist ein bisschen mehr cremeweiß. Zum Vergleich, Josh, du kannst mal da drüben auf den Sunlight filmen. Der ist noch ein bisschen kaltweißer als jetzt der Leica selbst. Also sieht man wirklich nochmal große Unterschiede. Was wir auch haben, serienmäßig Rahmenfenster. Hier in einem silbernen Rahmen. Normalerweise machen die Hersteller es ja in schwarz. Oder, wenn wir gerade mal hier sind, beim Bedouin Scandinavia, haben wir ja alles da perfekt zum Vergleichen. Sieht man, wie ein Rahmenfenster normalerweise aussieht. Und bei Leica sind sie eben eckig und mit diesem silbernen Rahmen. Wir gehen mal die Klappen durch. Schauen wir mal rein. Da haben wir jetzt schön unseren Doppelboden, das kann man schön sehen. Der ist jetzt natürlich nicht optimal beladbar, weil wir da noch in der Mitte noch etwas im Weg haben. Aber hier Elassi-Ventil, das CL-Bus-System, kommt man schön hin. Also auch mit den Sicherungen, die da drin sind, ist eine sehr einfache Variante, um da hinzukommen. Man muss sich jetzt hier nicht irgendwie bücken oder beugen, sondern kann hier einfach die Klappe aufmachen. Und natürlich haben wir da auch noch Stauraum. Von der anderen Seite kommen wir dann auch noch mal gut hin. Ein Leica hat hier noch, bevor wir es vergessen, dann auch noch mal so eine kleine Leseleuchte, die wir sonst ja im Wohnraum finden, mit dabei. Mache ich das zu, gucken wir uns die Klappe hier mal an. Na, tja, dann könnt ihr auch gleich mal sehen, was wir für ein Navi haben. Es ist das Zenec verbaut. Das ist bei uns hier immer im Gaskasten in Mannheim verschlossen, weil es natürlich in der Vergangenheit auch schon zum Diebstahl gekommen ist. Hier seht ihr jetzt mal die Zierkissen, die noch dabei sind, und wir können gleich sehen, wir haben jetzt hier auch eine Dual Control drinne mit Crash Sensor. Also prinzipiell 2x11 Kilo Gasflaschen passen hier rein. Wir haben aber auch die Möglichkeit, eine Zusatz Dieselheizung mit dazu zu rüsten, und wir haben die Möglichkeit, eine Diesel Kombi 6e, also eine Diesel Kombi Heizung mit Elektroheizstab zusätzlich, dass
falls wir mal am Strom hängen, dass wir auch mit dem Strom heizen können. Gut, räumen wir es mal wieder ein. Ihr kennt es ja, wir haben ja in den Fahrzeugen immer sogenannte Muss-Pakete. Das haben wir hier nämlich auch. Wir haben hier ein Chassis-Paket und ein Komfortpaket. Und in dem Komfortpaket ist zum Beispiel auch eine Fußmatte dabei und ein Fahrerhausteppich. Zum Beispiel auch die Verdunklungsplissés wären dann auch noch so ein Thema. Einmal hier unsere Kühlschrankabdeckung, oben und unten. Und dann hier ganz klassisch unser Frischwasserstutzen. Hat bei Leica auch nochmal eine andere Optik wie bei anderen Herstellern. Also in rund. Und dann haben wir hier, daran musste ich mich auch erst gewöhnen, ne? Die Gasdruckdämpfer, die gehören hier noch ein bisschen eingestellt, weil die Tür geht automatisch auf und bleibt auch automatisch dann in der Stellung. Da können wir mal gucken. Ich nehme mir gerade mal den Zollstock zur Hand. Was wir jetzt hier für Maße haben, die findet ihr natürlich wie immer in den technischen Daten unten in der Videobeschreibung. Aber ich bin da ein Fan davon, das nochmal selber auszumessen. Wir haben jetzt hier Klappenmaß 1,5 Meter und dann werden es drinnen, haben wir einen guten 1,20 Meter. Also in der Innenhöhe. Bei der Breite jetzt bei der Klappe, das gucken wir uns dann von innen auch mal separat an, haben wir circa 50 cm Klappenbreite. Aber wie gesagt, wenn es euch genau interessiert, dann schaut da einfach nochmal in die Videobeschreibung rein. Wir hatten ja das Thema Design angeschnitten, jetzt kommen wir mal zum Heck. Das sieht sehr, sehr gut aus. Das hat Leica auch überarbeitet beim EcoVip. Ihr seht jetzt hier auch so eine durchgehende Optik. Das ist ja gerade auch so Trend. Also man könnte es jetzt mit einem Porsche 911er vergleichen, aber an den Vergleich wage ich mich jetzt nicht ran. Aber so ähnlich sieht es halt aus. Ne? Das sind halt auch so Reflektoren. Und dann haben wir hier unsere Dynamic Blinker. Das zeige ich euch einfach mal, wie das bei Leica dann aussieht. Kleinen Moment. Schauen wir uns das mal an. Ja, das kann schon was. Also sieht schon wirklich nicht schlecht aus. Es gibt ja oftmals auch Dynamic Blinker. Da hast du dann irgendwie nur 3 oder 4 LEDs und dann ist es ein bisschen schwindelig. Aber beim Leica gefällt es mir tatsächlich sehr, sehr gut. Und dann haben wir hier eben noch unser Leica-Emblem. Und oben seht ihr auch die Rückfahrkamera, in dem Fall die Doppellinsen-Rückfahrkamera, schön in die dritte Bremsleuchte integriert. Hier haben wir jetzt die große Garagenklappe. Auch hier wieder mit dem Gasdruckdämpfer. Macht das so ein kleines Geräusch, als ob es elektrisch wäre. Da gehe ich auch mal wieder mit dem Zollstock ran. Klappenmaß von guten 95 cm. Und das ist jetzt schwer auszumessen, aber da liegen wir bei circa 1,20 Meter könnten es eigentlich schon sein. Und was haben wir hier oben? 1,10 Meter Klappenmaß, konservativ gerechnet. Und nach oben hin eben die 1,20 Meter, wie wir sie auch auf der anderen Seite haben. Was jetzt mal noch interessant wäre, wäre die Breite hier, also was wir jetzt tatsächlich für eine Breite hier drüben haben. Könnt ihr mal sehen. Also gute 90 cm. Ja, lass es 85 sein, die wir Platz haben. Wir haben hier auch Verzurschienen links und rechts nochmal unten am Boden dran. Und aber ganz, ganz, ganz viele Klappen, was man hier sehen kann. Ich gehe mal rein. Also es ist auch wirklich schön verarbeitet hier bei Leica. Ne? Hier ist noch ein bisschen Technik. Die Wasserpumpe zum Beispiel. Also eine Membran und eine Druckwasserpumpe. Macht einen sehr guten Eindruck. Und dann eben hier nochmal die Klappe zusätzlich. Da haben wir noch Stauraum dann. Genau. Also grundsätzlich von der Garagenvielfalt her sehr schön gelöst. Also hier hinten habe ich noch ein sehr großes Fach, wo ich noch was machen kann. Ich habe hier, Josh, ich weiß nicht, ob du rumkommst, auch noch eine zusätzliche Klappe, wo dann auch die Tanks sich noch befinden. Ist ja auch ein großer Vorteil vom EcoVip. Wir haben nämlich alle Tanks beheizt. Also Frischwasser- und Abwassertank sitzen im Doppelboden und sind dementsprechend mitbeheizt. Dann hier eben noch ein zusätzliches Ablagefach. Also ich fasse zusammen, für ein 6,99 Meter Fahrzeug, also 7 Meter, haben wir hier in der Garage sehr, sehr viel Platz. Natürlich auch deswegen, dadurch, dass wir einen Doppelboden haben und ihr seht auch, wo der Rahmen dann ungefähr rauskommt. Aber Leica hat es eigentlich meiner Meinung nach wirklich gut gelöst. Man hat hier dann doch auch gerade mit den beiden Klappen ein ganz gutes räumliches Gefühl, gerade wenn man sich hier drin befindet. Gut, Strom möchte ich jetzt nicht aufs Detail eingehen, Toilette dasselbe, aber wir haben hier schon mal zwei Fenster, die wir erkennen können. Das sehen wir von drinnen auch. Das Fahrzeug ist nämlich sehr, sehr gut ausgeleuchtet, sowohl mit Tageslicht als auch mit der Beleuchtung, die es dann drinnen gibt. Und jetzt kommen wir mal zu den technischen Daten. Das ist nämlich wirklich Wichtige, was wir hier haben. Ist ja immer gut für euch zu wissen, wo ihr euch preislich bei dem Fahrzeug einordnen könnt. Und das Fahrzeug ist relativ gut ausgestattet. Und wenn ihr das auch relativ gut ausstattet, dann landet ihr bei ca. 100.000 Euro. Also plus, minus. Es kann mehr werden, es kann aber auch weniger werden. Das hängt natürlich immer davon ab, wie viel man ins Fahrzeug rein
ausstattet, sage ich jetzt mal. Wir haben auf jeden Fall sehr viele Möglichkeiten, also auch Polstervarianten und so weiter, wo wir kombinieren können. Wir können eine Dieselheizung, habe ich schon angesprochen, noch mit dazu machen. Also man merkt wirklich, dass man im Premium-Segment ist. Was mir aber fehlt an der Stelle, bevor wir jetzt nochmal reingehen, wäre eine Zerhacker-Toilette mit Keramikschüssel. Das wäre vielleicht auch nochmal so ein Zusatzgimmick. Warmwasserheizung können wir auch nachrüsten. Das Fahrzeug hat serienmäßig XPS-Isolierung und Polyurethan-Schienen, also die schlecht leitenden Schienen, die ja normalerweise auch beispielsweise bei Detlefs im Winterkomfortpaket dann verbaut sind. Also es ist sehr, sehr gut isoliert. Breite vom Fahrzeug ist 2,25 Meter, sogar relativ schmal. Ich sage ja immer, die Standardbreite ist so 2,30 Meter und eine Höhe haben wir hier von 2,96 Meter. Kommt natürlich auch durch den Doppelboden zustande. Und ganz wichtig auch an der Stelle nochmal, checkt auch unbedingt nochmal unseren Instagram-Kanal ab. Da findet ihr nämlich auch immer einen beiläufigen Content zu den Fahrzeugen. Wir haben auch mal, sehen wir später nochmal, im Doppelboden eine richtig dicke Schicht. Dachboden, alles GFK hier bei dem EcoVip. Wenn wir den halt ausstatten, im Grundpreis sind wir schon bei 78.000. Das ist natürlich ein Haufen Asche, aber wenn ihr da, ich sag mal, konservativ rangeht, dann könnt ihr auch gut unter dem sechsstelligen Bereich bleiben. Zusätzlich, was auch mir wichtig ist zu sagen, ich würde auf jeden Fall empfehlen, das Fahrzeug auch aufzulasten auf die 4,25 Tonnen, denn wenn ihr es gut ausstattet, wir sehen es bei dem Fahrzeug, das wiegt jetzt, so wie es ausgestattet ist, mit also ca. 3.300 Kilo. Das heißt, ihr habt nur noch eine Zuladung von ca. 200 Kilo, wenn ihr das Fahrzeug praktisch im 3,5 Tonnen Bereich habt. Und das ist natürlich ein bisschen wenig. Deswegen gleich auf die 4,25 Tonnen gehen. Dann habt ihr nämlich auch das Fahrwerk, das drauf ausgelegt ist. Dann ist auch alles ein wenig entspannter im Leica EcoVip. Wir fackeln gar nicht. Immer der Versprecher. Wir fackeln nicht mehr lange rum, gehen jetzt mal ins Fahrzeug rein, weil mit Sicherheit wird es da die meisten interessieren. Bevor ich es vergesse, bevor wir reingehen, wir haben ja hier noch eine kleine Klappe, die ich euch noch zeigen wollte. Einhandbedienung auch hier, ne, an allen Klappen, ist wirklich gut. Also einerseits dieses Brett, das wir raustun können und dann wirklich eine sehr schöne Durchladeebene, ist natürlich von der Breite her etwas beengter. Also wenn man wirklich was Langes hat, wie beispielsweise Skier, passen die da ideal rein, aber alles, was ein bisschen breiter ist, Tische und Stühle, ist natürlich klar dann nicht mehr der Fall. Also das ist vielleicht auch nicht uninteressant, wie Leica hier die Klappen davor, ich sag mal, verhindert, dass sie an die Wand knallen. Die haben hier so einen Gummizug, der das Ganze zuhält. Also wenn hier mal wirklich, ich teste jetzt mal wirklich, wenn hier mal wirklich Wind reinkommt, ja, dann wird es hier ganz gut abgefedert. Das ist auch ganz interessant. Habe ich so bis jetzt auch noch nicht gesehen. Was auch noch ganz wichtig ist, Zentralverriegelung haben wir jetzt hier auch nämlich mit der Aufbautür. Ah ja, man hört es auch. Ich gehe mal mit dem Mikrofon etwas ran. Sehr schön. Premium-Eingangstür, einerseits ein sehr, sehr, sehr schönes Eingangsfenster in der Tür drin und auch extra breit. Das heißt, wenn ich hier was in der Hand halte, kann ich hier noch gut reinkommen ins Fahrzeug. Wir sind hier im Innen jetzt angekommen. Bitte seht uns nach, dass wir hier jetzt noch die Folie auf den Polstern haben. Leica hat es ab Werk immer dabei und wir wollen das natürlich, weil es ja auch ein zukünftiges Kundenfahrzeug sein wird, da die Polster, ist natürlich ganz gut, dass sie dann auch geschützt sind davor. Wir können sie uns aber trotzdem anschauen, also ganz wichtig. Wir haben jetzt hier den Fiat 8 vorne, da möchte ich jetzt auch nicht ins Detail drauf eingehen. Wir haben nämlich ein separates Video zum Fiat gemacht, dürft ihr natürlich auch gerne auschecken. Wir haben jetzt auch hier das Zenic Navi ist jetzt hier verbaut. Das ist in einem Multimedia-Paket für all diejenigen, die ein bisschen, ich sag mal, Geld sparen möchten, können sich das Multimedia-Paket von Leica holen. Da ist eben, wie gesagt, ein Zenic-Radio mit drin. Aber es gibt auch die Möglichkeit, das 10 Zoll U-Connect von Fiat hier dann ab Werk mitzubestellen. Ist auch eine Möglichkeit. Aber was ich jetzt erstmal hier vorne sagen möchte, Leica hat es hier wirklich sehr schön gelöst. Es ist sehr schön in den Fahrerraum integriert. Was wir jetzt auch hier den Vorteil haben, die Polster und das Dekor, das stimmt sich nochmal deutlich besser mit dem Fiat-Chassis ab, wie es bei anderen Herstellern der Fall ist. Wir haben auch hier vorne ganz cooles Klappenkonzept. Auch zusätzlich, ne? Man sieht es hier hinten, das ist auch hinterlüftet. Was ich auch angesprochen hatte, wir haben sehr viel Beleuchtung hier drin. Also einerseits sehr viel indirekte Beleuchtung, auch über dem Hubbett hier nochmal zusätzliche Funktionsleuchten hier unten nochmal. Also ihr könnt es mal sehen, was hier alles ausstellen kann. Ja? Das ist schon eine ganze Menge. Und dann eben Funktionsleuchten per Touch. Auch hier unterm Hubbett nochmal zusätzliche Klappen. Hier vorne auch. Wir haben hier vorne auch noch ein Sky View,
Also kommt sehr schön Tageslicht rein, ist ja beim Teilindigrid mittlerweile fast schon, sag mal, Standardanforderung. Und dann eben hier alles auch schön verkleidet in dem, ja, in dem Polsterstoff, den wir dann auch im Konfigurator gewählt haben. Hier haben wir jetzt das Polster Firenze drin, das ist ein eine Kunstledervariante. Gibt es natürlich verschiedene Varianten bei Leica, der Josch wird es auch hoffentlich wieder einblenden. Ne? Und ansonsten haben wir noch das Holzdekor Perro Toscano, ist etwas helleres Holz, das können wir auch hier sehen. Und dann gibt es noch das Mokka und das ist dann wirklich dunkel, also es ist ein sehr dunkles Braun, aber das seht ihr ja dann alles im Video. Ich finde es aber ein sehr freundlicher Ton. Zum Vergleich, den Ecovip, den wir damals bei Leica gesehen haben auf der Händlertagung, der sah ja auch ähnlich aus, also den Campervan, auch mit dem Perro Toscano und dem Firenze. Und wenn wir auf den Boden schauen, da haben wir nämlich einen sehr dunklen Boden, eben ein klassisch italienisches Design. Und Josch, du kannst dich vielleicht noch daran erinnern, ne? Wir hatten ja hier diese Kupfer-Akzente, die haben wir hier in dem Ecovip nämlich auch wieder. Also einmal hier unten auch, also auch mit dem Einstieg hier schön verarbeitet oder hier am Tisch. Ne? Das kennen wir noch aus dem Campervan, sag ich mal. Hier haben wir auch wieder diese, mir fällt es nie ein, nicht Mosaikoptik, sondern wir haben es damals schon ewig gesucht, bis wir den Begriff gefunden haben. Aber ihr wisst hoffentlich, was ich meine. Liegt mir auf der Zunge. Auf jeden Fall haben wir hier solche Kacheln in diesem typischen italienischen, auch florentinischen Design. Die Sitzgruppe, ich habe es mal angesprochen. Wir hatten vorhin mal kurz einen Blick auf das Zierkissen. Da gibt es noch Zierkissen, also praktisch diese Wand. Da lässt sich nochmal in einer anderen Optik machen als jetzt, sage ich mal, das Sitzkissen selber. Da kommt eigentlich auch noch ein Polster hin. Aber was ich auch sehe, guck mal, das kann man vielleicht hier erkennen. Wir haben hier so eine schöne Rundung. Der Rücken auch an der Seite schön gestützt ist, wenn man hier sich draufsetzt. Das mache ich jetzt mal. Boah, also geht es noch höher. Ja, ist auf jeden Fall sehr bequem. Wir haben auch eine sehr viel Sitztiefe. Ich glaube aber, da fehlen auf jeden Fall noch die Polster hinten am Rücken, weil das hat sich damals beim Ecovip auch anders angefühlt. Aber grundsätzlich sehr bequem. Der Tisch hier ist auch sehr groß. Den kann ich natürlich auch wieder verschieben. Es gibt auch die Möglichkeit, hier die Sitzgruppe noch zum Bett umzubauen. Das ist jetzt mit dem Tisch hier nicht möglich. Aber die Option habt ihr dann ab Werk auf jeden Fall auch bestellbar. Wir haben sehr, sehr viel Licht, was hier reinkommt. Einerseits durch die Fenster im Aufbautür, aber wir haben auch hier zusätzlich in der Sitzgruppe nochmal ein Fenster. Klar, es gibt, da scheiden sich auch die Geister, viele mögen es, viele nicht. Wenn ihr es eben nicht haben wollt, dann macht einfach hier den Rollladen hoch. Kleiner Tipp von mir. Dann kommen wir mal zu den Bodenklappen. Also, wir haben ja hier den Doppelboden und das ist auch das, was ich euch vorhin versprochen hatte. Wir gucken uns die mal an. Könnt ihr mal sehen, was das für eine Stärke hat, ja? Richtig krass. Und das ist jetzt auch die Bodenklappe, die wir vorhin auch gesehen haben, wo wir von außen dran kommen. Das heißt, wir können hier schön was reinladen und es dann von innen rausholen. Aber das ist mal echt ein Wort. XPS-Isolierung, richtig, richtig krass. Und was ich jetzt gerade auch hier sehe bei der Sitzgruppe, da kannst du auch mal hinfilmen, ja, die lässt sich schön reinklappen. Also da muss man nicht viel umbauen, sondern einfach die zwei Riegel lösen und dann kann man sie schön reinklappen und kann sich hier auch zur Fahrt ganz gut hinsetzen. Gut, also hier auch noch richtig viel Platz, ja, das wäre jetzt so ein typisches Getränkefach. Das ist jetzt abgeschlossener Bereich. Und dann haben wir da hinten, gucke ich mir auch nochmal an, auch nochmal Bereich. Also da wäre dann praktisch die Aufbaubatterie, beziehungsweise dann die Zusatzbatterie auch. So, haben wir da hinten noch eine Bodenklappe, eine kleine. Da sitzt dann der Frischwassertank. Wir wollen jetzt gleich mal das Hubbett runterfahren. Bevor wir das machen, möchte ich auch noch mal auf die Stehhöhe im Fahrzeug eingehen. Ich habe jetzt hier oben eine sehr, sehr gute Stehhöhe. Also ich kann sehr, sehr gut stehen, sage ich mal. Also ich kann sehr gut stehen, ja. Ich messe jetzt hier gerade mal aus. Wir haben hier auf jeden Fall schon mal über 2 Meter, sehe ich gerade. 2,5 Meter müssten das sein. Und zum Hubbett haben wir 1,85 Meter. Wenn ich jetzt mal hier drunter laufe, geht es auch ungefähr auf. Also ich bin 1,88 Meter. Es ist halt unterm Hubbett nie großzügig, aber bei Leica finde ich, jetzt geht's auch. Jetzt lassen wir das Bettchen mal runter. Dafür haben wir hier einen Knopf, den ich hier einmal reindrücke. Ist ganz entspannt. Ich muss hier auch nichts arretieren, nichts auf nichts aufpassen. Auch hier die Zierklappe, die manche Hersteller haben, haben wir hier nicht. Es geht auch sehr schnell, muss man sagen. Und auch hier wieder der Fall, ja, ich kann das Bett in allen, also in jeder Stellung praktisch benutzen. Das heißt, je mehr ich nach oben fahre, desto mehr Platz habe ich dann unten auch zur Verfügung.
und dann schauen wir uns die Matratze mal an. Wir haben jetzt hier einen Lattenrost und die Matratzenstärke ist jetzt nicht ganz so stark, aber dafür, dass wir einen Lattenrost haben, haben wir schon sehr viel Schlafkomfort geboten, sag ich mal. Und natürlich dann hier auch Vorhang, vorne und hinten Rausfallschutz. Ein Dachfenster noch, also hier kommt noch mal richtig viel Helligkeit rein und dann auch noch eine schöne Ablage für Smartphone, Tablet und was weiß ich nicht alles mit Beleuchtung. Maße von dem Bett in der Videobeschreibung. Dann sind wir im Küchenbereich angekommen. Wir haben jetzt hier 3 Flammkocher mit Piezo-Zündung. Würde mich jetzt auch wundern in dem Fahrzeug. Und die also 2 Spülbecken, 2 sehr große Spülbecken und auch eine sehr, also in Hochglanz. Silberoptik. Macht einen sehr wertigen Eindruck auf jeden Fall. Ne? Auch hier wieder diese Oberfläche, die wir am Tisch schon gesehen haben. So eine gebürstete Optik hat es in so einem Braunton, als ob da jetzt irgendwie jemand mit einem Schleifgerät über Holz drüber gefahren ist, mit einem sehr groben. Und dann auch eine schöne Küchenrückwand in Edelstahloptik. Macht so ein bisschen so einen Gastro-Eindruck. Wir haben auch hier dann noch die Möglichkeit, so eine Gas-Backofen- Herdkombination dann hier in dem Leica noch einzubauen. Ab Werk dann bestellbar. Ja, auch mal hier, gehen wir mal die Schubladen ein. Da haben wir auch Metallgriffe, die ich hier auf und zu machen kann. Ist ein bisschen sperrig. Also sehen schöner aus als die Druckknöpfe, stechen auch nicht so raus, aber ist ein bisschen schwierige Handhabung. Gucken wir mal da oben rein. Ja, da wäre jetzt noch so ein typisches Fach für einen Backofen beispielsweise. Auf jeden Fall sehr viel Stauraum. Für so Lebensmittel ganz gut geeignet. Und dann hier noch unseren Kühlschrank, der auch gerade an ist. Mach ich mal wieder aus. Muss ja nicht sein. Das ist jetzt der 142 Liter Slim Tower. Auf jeden Fall gut Platz. Und dann haben wir hier noch unsere Klappe über der Küche. Also die Küche ist natürlich relativ klein. Wir sind natürlich auch in einem 7 Meter Fahrzeug. Dass da dementsprechend nicht so viel Platz ist, ist mir auch klar. Und dann sind wir schon im Bad. Und was ich im Bad toll finde, wir haben eine Tür, die wir absperren können. Das heißt, ich kann das Bad vom Schlafraum trennen. Wenn ich also mal in der Nacht auf die Toilette muss, dann hört es zumindest der Partner hinten nicht. Wenn ich natürlich das Hubbett habe, dann hören es die Leute vorne. Aber wenn ich ja dann reingehe, kann ich ja beispielsweise auch die Tür wieder schließen. Wir haben jetzt hier ein Kombibad und haben trotzdem eine gute Stehhöhe. Also Holzbrett ist drin, Schuhe sind an und zusätzlich haben wir hier noch Platz nach oben. Also es sind noch gute 5 bis 10 cm. Ich schätze mal, wir haben hier eine Stehhöhe von 1,95 m bis zu 2 Metern. Und dann auch hier das Kombibad zusätzlich. Also ich kann das hier komplett zu einem Nassraum trennen, indem ich diesen Vorhang einfach hier zumache. Das mache ich jetzt einfach mal. Der ist magnetisch. Ist ein bisschen gefuchtelt. So hätten wir jetzt einen Nassraum. Also zumindest was die Tür angeht. So, jetzt kann ich das hier wieder reinfummeln und das Bad kann ich dann hier lösen und einmal drehen und dann habe ich hier eine wirklich geräumige Dusche, muss man echt sagen, wo ich mich gut drehen kann. Hier hinten kann ich es auch relativ gut betreten, also vorne an der Kante vor allem kann mich hier sehr gut drehen. Wir haben einen guten Duschkopf, wir haben auch eine Druckwasserpumpe drin, das heißt, da kommt auch ein richtiger Strahl raus. Echt cool. Für die Fahrzeuggröße haben wir hier sehr, sehr viel Luxus in dem Leica drin. Das macht ihn auch so ein bisschen besonders. Ja, hier oben dann natürlich ganz klassisch der Handtuchhalter und dann haben wir noch ein kleines Dachfensterchen. Also kein Pilzlüfter, sondern wirklich ein kleines Dachfenster, wo dann auch gut die Dämpfe oder der Wasserdampf dann noch gut raussteigen kann. Kurze Verbesserung, die Magnete müssen hier ran, an diese Wand hier. Also hier haben wir diese Punktmagnete, wo dann der Duschvorhang dann dran geklemmt wird. Das ist kein richtig klassischer Vorhang, sondern eine Art, Stoffschiebetür. Kommen wir zum Schlafbereich. Großer Vorteil von dem Grundriss, 3019, Einzelbetten hinten. Also wir haben hier eine Länge von 1,93 und hier 1,91 m. Also 2 cm Unterschied. Ich mache jetzt auch einfach mal den Test und guck mal, wie es tatsächlich ist, wenn ich mich hier reinlege. Also es wird schon etwas knapper bei der kürzeren Variante. Also da muss man schon ein bisschen die Füße einziehen. Also bei der längeren Variante wird es natürlich auch kein großer Unterschied sein.
ist jetzt nicht das längste Einzelbett, trotzdem ein Einzel, also wirkliche Einzelbetten. Das heißt, wenn ich jetzt hier das Verbindungsstück noch reinmache, das haben wir einmal hier hinten, ne, dann kann ich das auch schön zu einer Liegewiese hier nochmal zusätzlich bauen mit diesem kleinen Polsterchen, das wir dann nochmal da haben, und kann da echt einen tollen Liegebereich draus machen. Einzelbetten sind ja sowieso die führenden Grundrisse, was wir da haben. Wir haben auch dann hinten diese Optik, die wir vorne in der Küche haben, die nicht nennbare, wo uns der Name jetzt nicht einfällt. Und dann auch die zusätzliche Beleuchtung durch die Laserlampen hier mit diesem Plexiglas vorne dran. Auch da hinten, schönes Ablagefach. Das kann man hier nicht rausmachen, ne? Aber trotzdem, da können wir dann Smartphones, Tablets und sowas reinlegen. Und wir haben im Schlafbereich auch viele Staufächer. Was man aber sagen muss, ist ein bisschen kleiner jetzt ausgefallen. Also normalerweise gehen die auch ein bisschen weiter nach vorne. Leica hat es jetzt extra nicht so gemacht, weil Hintergrund ist natürlich, wenn du aufstehst. Also heißt, ich liege jetzt so drinne, stehe auf, und wenn die Stauschränke dann nach weit vorne rausragen oder eine Tiefe haben, dann kann ich mir da auch ganz gut mal den Kopf anhauen. Das haben wir jetzt hier eben nicht. Na gut, nicht das repräsentativste Fach. Könnt ihr auch mal sehen, also es ist wirklich nicht viel Tiefe, ne? Also hinten, muss ich sagen, ist ein bisschen auch der Kritikpunkt, weil ich ja auch gerne mal T-Shirts, Hosen oder sowas hinten reinmache. Dafür ist halt echt nicht genug Tiefe dann vorhanden, ne? Wenn man das jetzt hier sieht, dann müssen wir sie vielleicht rollen. Und was wir auch haben, jetzt könnt ihr hier auch mal sehen, das sind jetzt hier nochmal die Zierkissen, die vorne an der Polsterung nochmal drankommen. Die liegen dann so vorne drauf, machen das Ganze dann auch nochmal echt schön. Hier haben wir nochmal zusätzliche Stauraumfläche auf der zweiten Stufe. Und die erste Stufe ist einfahrbar. Da löse ich praktisch die beiden Arretierungen hier links und rechts. Und dann kann ich die hier einfach einfahren. Wie eine Schublade. Dann haben wir hier auch nochmal ein kleines Fächlein vom Abwassertank. Links und rechts haben wir natürlich noch unsere Kleiderschränke. Die kann ich nicht von oben, also komme ich nicht von oben ran. Ne, da haben wir aber eine gute Tiefe, also hier nochmal Platz für die Ablage. Und dann hier nochmal ein kleines Fächlein, um an die Technik zu kommen. Das ist auch gar nicht so unwichtig, solche Fächlein, weil wenn ihr da dran kommt an die Technik, wenn ihr gut an die Technik dran kommt, dann spart ihr euch natürlich auch Kosten in der Werkstatt, falls mal was sein sollte außerhalb der Garantie, weil natürlich das auch immer nach Arbeitszeit abgerechnet wird, ne? Nur mal so am Rande. Und der Vorteil ist, das hier können wir auch rausziehen. Aber man muss schon sagen, um jetzt bis da ganz hinter zu kommen, muss man sich schon wirklich bücken und muss man echt sehr viel Agilität mitbringen. Gucken wir mal hier noch rein. Ach, guck mal hier. Das wäre jetzt ein typischer Platz für Shirts und Hosen. Das finde ich jetzt zum Beispiel sehr gut. Also dann einigen wir uns drauf, Shirts und Hosen kommen da rein und die Unterwäsche dann da oben, wenn ihr so viel Unterwäsche dabei habt. Sollen wir das Fazit vor den Blinkern machen? Ich habe mir einen kleinen Spaß erlaubt und resümiere das Fahrzeug einfach nochmal zwischen den beiden Blinkern. Den Dynamic Blinker, die schön nach außen gehen, ist bestimmt ein cooles Bild. Sehe ich ja dann später auch auf dem Video. Weil es auch einfach ein cooles Highlight von dem Fahrzeug ist. Es hat generell mehrere Highlights, die mir sehr gut gefallen. Übers Design lässt sich streiten. Es ist auf jeden Fall was anderes als die deutschen Hersteller. Ein sehr italienischer Flair, der da auch rüberkommt. Das hatten wir aber auch schon mal im EcoVip Campervan damals besprochen. Also finde ich wirklich eine tolle Geschichte, dass ich auch mal wieder ein bisschen abhebe. Kommt auch sehr gut an. Also alle Leica-Modelle, die jetzt wieder bei den Händlern auf dem deutschen Handelsplatz gefunden haben, sind grundsätzlich relativ schnell auch, ich sag mal, vergriffen. Was natürlich der EcoVip richtig gut kann, ist ein Premium-Fahrzeug mit Doppelboden, mit richtig guter Isolierung, serienmäßig XPS, Polyurethan, habe ich euch alles genannt, auf 7 Meter. Das findet ihr kaum auf dem Markt, oder sagen wir es mal so, das haben relativ wenige Hersteller. Wenn ihr konservativ ausstattet, könnt ihr sogar unter 3,5 Tonnen bleiben, aber von uns natürlich die Empfehlung, auf das Maxi-Chassis zu gehen. Was mir auf jeden Fall fehlt, habe ich schon gesagt, ist einmal ein bisschen der Platz, also von der Komfortabilität fehlt einfach noch ein bisschen Stauraum. Auch hinten im Schlafbereich könnte man vielleicht noch das ein oder andere Fächlein ein bisschen größer gestalten. Wir haben keine CHK-Toilette und keine Keramikschüssel, finde ich ein bisschen schade, aber trotzdem ein sehr tolles, stimmiges Fahrzeug. Wer natürlich bereit ist, den Preis zu zahlen, der wird mit dem Leica auf jeden Fall zufrieden sein. Da sind wir uns eigentlich sicher. Und bis dahin hat es mich sehr gefreut, euch das Fahrzeug präsentieren zu dürfen. Ich finde es wirklich sehr, sehr schön, um es mal abschließend zu sagen. Ich freue mich natürlich über euer Feedback, über eure Kommentare.
dass ihr uns natürlich ein Abo da lasst, dann verpasst ihr solche Videos nicht mehr. Ganz wichtig, auch mal unseren Instagram-Kanal auschecken und dann natürlich wie immer einen Daumen nach oben da lassen. Und dann sehen wir uns zum nächsten Mal.